-11%, -12%, -13%, -23%. Das sind die Einbrüche der wichtigsten Aktienindizes in der Schweiz, in Europa und in den USA in diesem Jahr. Nehmen jetzt die Aktienmärkte eine Rezession vorweg oder sind das einfach Bewertungsänderungen aufgrund der steigenden Zinsen? Je nach Einschätzung der Situation ist die Bedeutung für die Aktienanlegerinnen und Aktienanleger eine andere. Das ist der St. Galler Kantonalbank Investment Talk im Juni 2022. Schön, schauen Sie bei uns rein. In der heutigen Ausgabe rede ich mit dem Matthias Müller, Fondsmanager Aktien, über die internationalen Aktienmärkte. Mein Name ist Jan Gregor. Matthias, die Schweizer Konjunktur die läuft noch sehr gut, aber in den USA ist das Bruttoinlandprodukt im ersten Quartal um 1,4% gesunken. Auch in China läuft es nicht richtig rund. Stehen wir jetzt also doch am Anfang von einer Rezession? Also wenn ich den Puls bei den Schweizer Unternehmen fühle, dann deuten bis jetzt eigentlich relativ wenig Zeichen auf eine Rezession hin. Also die Auftragsbücher beispielsweise sind sehr gut gefüllt, die Ausblicke sind immer meistens so relativ optimistisch und es gibt wenig Anzeichen, dass sich das jetzt gerade ändern könnte. Auch wenn man so die wichtigsten Indikatoren noch anschaut, zum Beispiel die Umfragen bei den Einkaufsmanagern oder Konsumentenstimmung, dann sind die weiterhin auf gutem Niveau, schwächen sich aber auf höherem Niveau auch ein bisschen ab, das ist klar. Andererseits sind wir natürlich in der zweiten Phase von einem starken Wirtschaftsaufschwung, wo auch zu Überhitzungserscheinungen geführt hat, wie eben der hohen Inflation. Und die Boomphase mündet eben typischerweise irgendwann in einer Rezession. Du sagst immer, entscheidend für die Aktienmärkte ist die Konjunkturentwicklung. Alles andere, das sagen nur kurzfristige Effekte. Was heisst jetzt dein Konjunkturausblick für die Aktienmärkte? Eben der kurzfristige Ausblick ist gar nicht so wichtig, sondern eben was darüber ausgeht, eben im Herbst oder ins nächste Jahr. Und dort gibt es eine gewisse Unsicherheit, eben im Zusammenhang mit den steigenden Zinsen beispielsweise, mit dem Effekt von den stark steigenden Zinsen. Und dort ist natürlich, das ist das, was die Aktienmärkte im Moment ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen nervös macht. Das ist auch der Grund, wieso wir bei unserem Kundenmandat beispielsweise ein bisschen vorsichtiger gestimmt sind und die Aktienquote untergewichtet haben gegenüber der neutralen Grundgewichtung. Jetzt Ankündigungen von Änderungen von der Zinspolitik von der Zentralbanken oder neue Inflationsdaten führen immer wieder zu Unsicherheit an den Aktienmärkten. Ist das etwas, was auch dich nervös macht? Eine Nervosität ist das falsche Wort, würde ich sagen, aber ein gesunder Respekt vor dieser Situation ist sicher wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, woher das wir können. Wir haben in den letzten 15 Jahren einen massiven Liquiditätsüberschuss gehabt, eben durch die Notenbankpolitik, durch die tiefen Zinsen, durch die Ausweitung der Bilanzen von den Notenbanken. Und das hat zu vielen Exzessen geführt, beispielsweise zu Unternehmen, wo wegen der tiefen Zinsen fast nichts für ihr Fremdkapital haben müssen zahlen und eigentlich nur wegen dem überlebt haben. Oder eben auch auf der Bewertungsseite hat es in gewissen Bereichen wirklich Übertreibungen gegeben, die jetzt halt zum Teil wieder aus dem Markt rauskommen. Ich habe eingangs die Frage aufgeworfen, ist die Korrektur an den Aktienmärkten, ist das jetzt aufgrund der Konjunkturerwartungen oder von der steigenden Zinsen? Was ist deine Meinung zu dem Thema? Also Zinsanstiege sind sicher zu einem gewissen Grad jetzt schon in den Kursen eingepreist. Das sieht man zum Beispiel an der Kursentwicklung von gewissen letztjährigen Börsenlieblingen, wie zum Beispiel VAT Straumann, die das Jahr schon 40% verloren haben rund und jetzt langsam ein bisschen vernünftiger bewertet sind. In gewissen anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei hochverschuldeten US-Unternehmen, die gar keinen Gewinn machen aktuell, dort hat es Korrekturen von 70-80% schon gegeben. Also da ist einiges an Luft draussen. Rezession sehe ich aber noch nicht eingepreist. Das sehe ich daran, dass die Gewinnerwartungen beispielsweise für die USA für dieses Jahr immer noch von einem zweistelligen Wachstum ausgehen. Und das könnte sich natürlich als zu optimistisch herausstellen. Siehst du dennoch gute Gründe für einen optimistischen Börsenausblick für die zweite Hälfte des Jahres? Also ein Grund, um ein bisschen optimistischer zu sein, ist sicher, dass wir recht gut wissen, was da an negativen Faktoren im Moment von uns zukommen. Und das heisst, am Markt auch eine relativ negative Grundstimmung herrscht. Das heisst, wenn es positive Überraschungen gibt, kann das natürlich auch zu einer Erholung der Aktienmärkte führen. Letzte Zeit hat es aber auch viel Gewinn oder einige Gewinnwarnungen gegeben, zum Beispiel von Rieter, Dettwiler oder VZUG oder zuletzt auch Credit Suisse. Wo drohen weitere Gewinnwarnungen? Also ich sehe Gewinnwarnungen vor allem bei Unternehmen, die eben stark von der kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung abhängig sind. Kann beispielsweise im Industrie- oder Chemiebereich sein, Unternehmen, die zum Beispiel vom Automobilsektor abhängig sind oder auch von der Lieferkettenengpass betroffen sind, zum Beispiel ein Georg Fischer, ein Ems Chemie oder ein Comax.
auch bei den Banken, vor allem die, die im Investmentbanking tätig sind, dort hat sich das Umfeld halt wegen der Marktturbulenzen verschlechtert. Das haben wir schon gesehen mit der Gewinnwarnung von der Credit Suisse. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Unternehmen, die ihre Ausblicke angehoben haben, die bessere Ergebnisse in der Zukunft erwarten. Da gehören etwa U-Blocks oder Aritz da dazu. Wo siehst du da Kandidaten, die positiv überraschen könnten? Dort können es zum Beispiel Unternehmen sein, die von einem spätzyklischen Aufschwung profitieren. Also, das ist typisch wie Rohstoff- und Energiesektor. Die profitieren eben in der letzten Phase von einem Wirtschaftsaufschwung am stärksten, auch wenn die Inflation hoch ist. Das haben wir in der Schweiz nicht so oft, aber es gibt zum Beispiel Zulieferer wie Burkhardt Compression oder Sulzer, die könnten profitieren. Oder eben im Nahrungsmittelsektor, wo halt relativ wenig wirtschaftsabhängig ist, ist, dass es dort Unternehmen gibt, wo das Geschäft weiterhin gut läuft. Oder auch im MedTech-Bereich, das ist ein Bereich, der immer noch vom Aufholeffekt von der Corona-Krise profitiert. Also zum Beispiel ein Alcon oder ein Sonova gehört dort zu den Profiteuren. Einzelne Banken und Versicherungen haben in diesem Jahr bis jetzt recht gut abgeschnitten. Ich denke da an UBS und Zürich Versicherungen. Bleiben die auch in den nächsten Monaten attraktiv? Banken und Versicherungen gehören mit ihren Geschäftsmodellen natürlich zu den Profiteuren von steigenden langfristigen Zinsen. Das heisst, sie können die Kundengelder langfristig wieder zu höheren Zinsen anlegen. Sie verdienen auch wieder mehr auf ihren Hypotheken zum Beispiel. Bei den Banken sind wir trotzdem wieder ein bisschen vorsichtiger geworden bei unserer Sektorstrategie, weil Banken natürlich auch recht stark von der Konjunkturentwicklung abhängig sind. Das heisst, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann gibt es zum Beispiel weniger Börsengang oder auch das Kreditgeschäft läuft schlechter. Versicherungen sind aber weiterhin in einem guten Umfeld. Die profitieren auch von den steigenden langfristigen Zinsen, sind aber weniger wirtschaftsabhängig und zahlen dazu noch in vielen Fällen sehr attraktive Dividenden. Gute Namen, die uns hier gefallen, sind zum Beispiel Helvetia, Baloas oder Swiss Life. Stark eingebrochen sind Technologietitel dieses Jahr. Ganz besonders stark eingebrochen sind die, die von der Pandemie profitiert haben. In der Schweiz wäre das zum Beispiel Logitech, die etwa 50% vom Wert verloren hat. Ist das jetzt egal, ein guter Moment, bei den aktuellen Bewertungen in Technologietitel zu investieren? Also für Technologie generell finden wir es immer noch, ist es zu früh zum Einsteigen. Bewertungen sind zwar günstiger geworden, aber noch nicht günstig genug. Und die Abhängigkeit von den steigenden Zinsen, die negativ ist, halt gegeben. Und darum könnte dort die Korrektur noch ein bisschen weitergehen. Also Technologietitel eher nicht. Was für andere Aktien würdest du im Moment meiden? Generell ist es nicht der Zeitpunkt, um spekulative Wetten einzugehen. Also Unternehmen, die ich sicher auch nicht reinkaufen würde, sind solche, wo die Verschuldung zu hoch ist. Weil wenn ein hoher Verschuldungsgrad ist natürlich in einem Umfeld von steigenden Zinsen schnell einmal existenzbedrohend. Und in was würdest du im Moment investieren? Im aktuellen Umfeld ist es sicher sinnvoll, auf also defensivere Sektoren zu setzen, die wenig wirtschaftsabhängig sind. Also mir fällt da zum Beispiel der Gesundheitssektor ein, mit Namen wie Novartis oder Alcon. Oder auch im Basiskonsumbereich, also Nahrungsmittel, da kann man zum Beispiel neben Nestlé auch ein Barry Galbo oder Orion in Betracht ziehen. Matthias, vielen Dank für deinen Einblick. Sehr gerne. So viel für heute von uns für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder mit dabei sind.